Ja, also Sonntagmorgen, so die allmorgendliche Fütterrunde und Ja. Kontrollrunde, bin ich dann halt hier Mal vorstellig sehen, mal geworden, sehen. um etwa 9 Uhr, Viertel nach 9, und habe dann ganz normal quasi die Bestandsaufnahme gemacht und dann dabei festgestellt, dass irgendwie ja, da zwei schwarze Rabponys dabei sind, aber eigentlich nur ein Rabpony da ist oder da sein sollte oder da sein dürfte. Beim nochmaligen Hinschauen habe ich dann festgestellt, dass da auch noch ein Halfter drauf ist, was eben ganz untypisch wäre für die Haltung hier. Aufgrund der Verletzungsgefahr sind die eigentlich immer alle Halfter los. Ja, und dann bei der näheren in Augenscheinnahme dann tatsächlich festgestellt, dass es definitiv ein Pferd ist, was hier am Abend zuvor noch nicht da war und auch sonst nicht hingehört. Auf mehrere Rückfragen dann bei den Stallkollegen, niemand konnte eine Erklärung geben, wie sich das jetzt zugetragen haben könnte in der Nacht. Ja, und dann auch gesehen, es ist ein Hengst, das ist halt auch dann schon untypisch, das hält normalerweise, oder Hengste werden eigentlich nie in der Gruppenhaltung gehalten. Ja, alles Mögliche versucht dann ausfindig zu machen, ob es eine Erklärung gibt, ob irgendwo ein Pony vermisst wird. Aber alle Versuche, ob dann über offizielle Stellen wie bei der Polizei oder auch im privaten Bereich, Stallkollegen, Pferdefreunde, niemand konnte irgendwie weiterhelfen oder irgendeine Aussage treffen, die jetzt irgendwo weitergeführt hätte. Also es ist definitiv im gepflegten Zustand hier angekommen. Halfter war gehalftert. Ansonsten die Hufe sind eigentlich adrett gemacht. Also das sieht wirklich sehr, sehr vernünftig aus. Fellpflege war sehr vernünftig, die Mähne war frisiert, Schweif war frisiert. Ja, also ich schätze es mal jetzt vielleicht auf 1,5 bis 2 Jahre.